Herzlich willkommen zurück zu der Let's Play Landwirtschaftssimulator, weil wir mit Kabi, ja, unser Pleitermacher. Das kriegst kann du ich jetzt mir lang anhören. Junge, das kriegst du jetzt erstmal für so ein paar Tage, Junge. Nein, das ist egal, Mann. Aber mich juckt's überall, Mann. Wasch dich. Ich war heute schon duschen, Junge. Ich nicht. Na, du wartest ja auch noch. Alleine gehen ist ja langweilig, ne? Brücke. Na Schatz, wie war's denn? Schön nicht, aber sauber ist er wieder. Ist aber echt nicht mehr viel. Also so von der Ansicht her sieht es nicht mehr viel aus. Aber man sieht so wenig. Alter, ich komme immer weiter. Keine Ahnung, Leute. Also ich kann immer weiter nach links fahren, immer weiter nach links fahren. Und wenn das Feld so schief gemäht ist, keine Ahnung. Da ist jetzt wieder nichts auf der rechten Spur. Noch weiter rüber. Alter. Also lasst uns bloß Sonnenblumen mit dem Sonnenblumending machen, Kavi. Wirklich ohne Scheiß. Guck mal nach, was das für unseren kosten würde. Für unseren Mähdrescher. Nur, dass wir mal so wissen, was so der Sonnenblumen und das Maisding kosten würde insgesamt. Gibt's nicht mehr. Okay. Wir haben immer noch kein Ei. Oder ist das unter... Egal. Alter, das kann doch nicht sein. Schon wieder der Zug, Mann. Wo du mit 50 Klotten fahren kannst, glaube ich, ne? 15 oder 12, irgendwie so. Ja, ja, man fährt 15. Auf jeden Fall schneller. Das ganz große... Nein, für unseren Mähdrescher. Warte, das hat 5,7. Kostet 22,5. Geht aber. Dann ist da unter Maispflücke auch eins. Und Johnny? Was kostet? Boah, hast du schon mal den Johnny Mähdrescher gehört? Boah, ich hab den im Stream, Alter, als Mietgerät gehabt. Junge, war der geil vom Ton. Puh. Ich hoffe nicht, dass sie den bearbeitet haben, Alter, weil der hat sich wirklich kernig angehört, Kavi. Ohne Scheiß jetzt. Die Zwillingsbereifung. Alter, das war der ganz normale Johnny, der erste, den es da gab, ne? Boah, so gut. Also John Deere hört sich mega gut an. Was haben wir eigentlich? Die Nova. Ja. Weil das Gerät hier hat schon 38 Stunden runter. Sehe ich gerade. 38,6 Stunden. Das meine hat 60 Stunden runter. Lol. Mal noch nie aufgefallen. Wenn wir gleich fertig sind, Alter, muss ich erstmal hier Fenster richtig aufreißen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit wo wir die neuen haben, passiert das irgendwie nicht mehr. Hast du da jetzt welche coolen Monoxide? Oder auch Rauch? Auch Rauch. Aber ich habe unter mich extra unter das Teil gestellt, habe gedampft und nichts passiert. Der funktioniert. Sicher? Ja. Die kommen doch und müssen testen das doch dann bei uns. Achso, ja, mit so einer Haube, ne? Mhm. Und da hat's funktioniert. Und die dürfen ja auch regulär, zumindest habe ich das so gehört von dem, der das hier getestet hat. Normalerweise dürfen die auch nicht angehen bei einer kleinen Rauchwolke. Die müssen erst ab einer gewissen Dichte oder bei einer gewissen
Masse dürfen die erst losgehen, Kavi. Hm. Also, was weiß ich, wenn da jetzt mal eine Rauchwolke unterherzieht von deinem Kochen oder so, dürfen die ja nicht angehen, so wie unsere ersten, wenn du dich erinnerst. Alter, das ist der letzte Dreck gewesen, Alter. Hast du in der Küche die Tür aufgemacht, Leute? So, Pfanne schön vorgeheizt, Kotelett rein, bill, 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 auf dem Flur. What the fuck? Warum? Ja, und man muss die zum Beispiel, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, unseren ersten haben wir dann ja da auch wieder abgemacht, da muss ich dann tapezieren, dieses Stück und was weiß ich nicht alles. Aber die müssen so und so weit von dem vom Licht entfernt sein, also von deiner Lampe. Weil dadurch können die nämlich auch piepen. Wusste ich. Ja, aber die Wärme erzeugen. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich auch nicht. Also, dass man da aufpassen muss, dass die so und so weit entfernt sind. Keine Ahnung. Meiner liegt bei meinen Unterhosen. Ja. aber jetzt mal ohne Scheiß, muss bei euch nicht sowieso, weil ihr habt ja noch hier diese Öfen. Da kommt doch immer Rauch raus mal. Ich weiß nicht, also wo ich den Flur renoviert habe, dann habe ich den auch nicht mehr hingemacht. Erzähl das nicht. Also gut, ich kennt ja keiner, aber. Nein, jetzt aber vom Prinzip. Verstehst du, was ich meine? Naja. Wenn dein Papa den jetzt aufmacht, dann kommt doch Rauch da raus. Ja, nicht. Ja, wenn die Luft reindrückt, zum Beispiel. Richtig. Von oben, ja. Genau. Du, es muss ja nicht immer sein, Kabi, aber es kann passieren, dass wenn der Wind scheiße auf dem Schornstein steht. Richtig. Dass Luft rein, also dass Rauch reingedrückt wird in die Wohnung. Ja. Dann muss das Ding doch auch eigentlich sofort piepen, aber das tut es ja nicht. Bei ein bisschen Rauch. Also ich aber muss. Unsere gehen auch an in der Küche, wo ich letztens Pfannkuchen gemacht habe. Ist auch angegangen. Ja, aber was ich ja nicht verstehe, weil. Ja, keine Ahnung. Genau. Ich finde, das mit den Rauchmeldern ist eine coole Erfindung. Aber nicht überdacht. Also wie zum Beispiel bei uns in der Arbeit. Weil wir ab und zu löten und kann ja mal sein, dass die Absaugung nicht einfach ja. Mal alles erwischt, ne? Also die gehen zum Beispiel nur an bei 60% Rauchentwicklung. Ja. Aber das ist doch dann richtig. Ja, das ist kein Rauchmelder eigentlich, das sind bei uns so Laser, die immer wieder durch die Halle schießen. Oben da ist ein Reflektor, die schießen immer in Sekundenabständen durch. Genau, also ich verstehe das alles schon, Kavi, aber für mich ist einfach diese Frage, warum verbaut man dann im Privathaushalten so eine Scheiße? Keine Ahnung, das war bei uns gut, da ist der Elektriker gekommen, hat die Lampe ausgewechselt, Alter, fährt mit der Hebebühne hoch und unterbricht den Scheißstrahl, Alter. Dann ging's los, Alter. Ja, aber ich finde, es müssten da Sensoren drin sein, wie du gerade schon sagst, die erkennen, okay, hier ist was faul. Okay, ja. Wir müssen jetzt mal kontrollieren. Okay, wir haben 30, wir haben 40, jetzt Alarm. Aber nicht Rauch, Alarm. Ja, also das ist cool eigentlich. Ich finde, das muss mehr, ein bisschen mehr Technik in dem Sinne, muss da schon rein, was ein bisschen besser funktioniert. Also, keine Ahnung. Es geht ja nicht um die E-Zigarette oder um geschweige irgendwas anderes. Ich find's total nervig, wenn du am Kochen bist und dieses Scheißding geht los. Das ist so ein Bullshit einfach. Keine Ahnung. Das Ding wäre wahrscheinlich auch losgegangen, wenn du nur mit der Zigarette dahin geraucht hättest. Also. Ja, und die ersten waren wirklich teuer auch. Aber ich versteh's auch nicht, weil es gibt ja echt noch viele Leute, zum Beispiel so, oder Rentner oder irgendwelche, weißt du, die irgendwelche Probleme haben, die eine Zigarre rauchen. In der Bude, ja. Ja, oder die eine Pfeife rauchen. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses Gesetz, dass die Dinger Pflicht sind, das verstehe ich. Verstehe ich auch. Das ist auch alles richtig, aber ich verstehe nicht, warum man die dann nicht ein bisschen Hightech da macht. Oder warum erlaubt Europa diese Billigdinger für 5 Euro? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, wir nehmen mal nur so ein Beispiel. Es gibt Artikel in Deutschland, die dauern bis zu 6-7 Monate, bis wir die hier in Europa bekommen. Weil die immer irgendwelche Prüfungen durchgehen müssen oder geschweige irgendwas anderes.
Aber so einen Rauchmelder für 5 Euro darf man verkaufen. Und besonders ist dann auch so ein Ding, Alter. Weil nach 3 Jahren denkst du nicht mehr dran, dann ist eigentlich die Batterie schon leer. Richtig. Aber es signalisiert dir gar nicht, dass die Batterie bald leer ist. Ja, doch, dann das piepen ja immer die wieder. Ja. Hä? Die piepen dann, das ist eine Vorschrift. Echt? Ja, wenn die Batterie so und so viel Strom nur hat, dann muss das Ding, dann ist das so wie Feueralarm. Also der piept dann immer so, piep. Dann ist die ganze Zeit Ruhe, piep. Haben unsere halt nicht gemacht. Ist, sind sie verpflichtet zu, eigentlich. Ist eigentlich eine Vorschrift. Also so habe ich das zumindest gehört. Leute, ich bin hier kein Profi, was damit zu tun hat. Wenn da Sachen bei sind, die nicht unbedingt stimmen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich habe das aber mal gehört, dass das eine Vorschrift ist. Aber trotzdem kann ich es nicht nachvollziehen, dass es Rauchmelder, die Lebens... soll man das sagen? Lebens... Leben retten. Und unsere Feuerwehr ja das Leben leichter machen, dass sie keine Leichen mehr aus der Wohnung rausholen müssen. Ja, ja, ist ja so, Kabi, ne? Ja. Und dass da Artikel für 5 Euro gibt. Es ist auch ein bisschen übertrieben mit 5 Euro, Leute, aber ich finde es nicht richtig. Ich finde... Bist du bald fertig, oder was? Ja. Du kannst dich entleeren, mich entleeren. Ich finde es nicht richtig. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich finde, das ist ein Punkt, der geht bei mir gar nicht. Also nee. Zum Beispiel, mein Arbeitskollege hat zum Beispiel so Rauchmelder in seiner Wohnung gehabt, die auch mit Netzwerk verbunden sind, also mit Feuerwehr, glaube ich sogar. Bei dem ist es auch ständig angegangen mit E-Zigarette. Ja. Auch voll nervig. Ja gut, das mit der E-Zigarette, das legen wir jetzt einfach mal nach hinten, weil das ist für mich eigentlich ein Punkt, da sollte sich jeder selber Gedanken drüber machen, dass das nicht funktioniert, weil der Rauch zu dick ist. Ich finde einfach, Kochen ist eine nervige Angelegenheit. Wenn du da nur, was weiß ich, Fischstäbchen oder so machst und das qualmt mal ein bisschen, dass dann gleich der Alarm losgeht, das geht mir mega auf den Sack. Du leer? Na, ja. Aber das, soll ich jetzt sagen? Fischstäbchen, Rauch angeht. Ja, aber dass es einfach Rauchmelder gibt, die 5 Euro kosten, dass die in Europa erlaubt sind. Ihr verbietet gewissen Ländern ihre Traditionen, aber ihr geht bei und erlaubt für 5 Euro Rauchmelder. Und jetzt sagt mir nicht, das machen wir, weil sich manche Menschen die teuren Rauchmelder nicht leisten können. Also wenn ich im ersten Monat beigehe, mir einen Rauchmelder für 20 Euro kaufe, mir den in mein Haus hänge, bei meinem Kind, nächsten Monat mir wieder einen für 20 Euro kaufe und den dann bei meinem anderen Kind reinhänge oder auf dem Flur hänge, ich bin ja nicht verpflichtet, morgen hinzugehen, mir 50 Rauchmelder zu kaufen, Kabi, und sie aufzuhängen, wenn ich ein eigenes Haus habe. Und wenn du Mietwohnung bist, musst du sowieso der Vermieter drauf, musst du sowieso der Vermieter sich darum kümmern. Richtig, da muss sowieso der Vermieter sich darum kümmern. Deswegen kann ich dieses ganze Billiggerede einfach nicht verstehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, wie viel kriegst du noch rein? 7.000 noch. Ja, das kriegen wir niemals. Also, der Hänger wird nicht voll. Gut. Also für mich ist es ein Punkt, der No-Go ist, Kavi. Ne? Warum muss ich denn hier hinfahren? Das ist genauso wie keine Ahnung, was gibt's da noch, wo man sich drüber aufregen kann, was billig ist? Ja, bei einer E-Zigarette, wenn sich Leute da die auf Wish die Billig-Sachen kaufen und dann explodieren, ja, habt ihr selber Schuld. Ja. Was gibt's noch, wo man sich drüber aufregen kann? Ja, wenn sich die Leute aufregen, bei meinem Handy ist der Akku kaputt und regen sich dann auf, wenn sie einfach in den Laden fahren müssen und kriegen einen neuen. Ja, ist ja so wie du. Du hättest deinen auch umsonst gekriegt. Stimmt, zu der Zeit. Hättest du auch einfach nur in den Apple-Laden fahren müssen. Da wusste ich auch noch nicht, dass es in 50 Kilometer Entfernung einen Apple-Laden gibt. Oh, 60. Du würdest es sogar heute noch umsonst kriegen. Irgendwann fahre ich schon mal wieder die Richtung. Ja, aber es geht ja einfach ums Prinzip. Die Leute regen sich auf, aber eigentlich kriegen sie alles umsonst. Also verstehe ich auch nicht. Also keine Ahnung, das ist genauso.
Wie von einem Kollege von uns, der hat immer Probleme mit seinen Geräten gehabt, mit Kopfhörern etc. Und dann sage ich zu ihm, ich gehe nur noch in Saturn und kaufe da meine Kopfhörer, zahle gerne 10 oder 15 Euro mehr. Warum? Sei so, weil die von meinem Lütten auch ständig kaputt gehen. Ja, und er kann nichts dazu. Gehe ich einfach hin und sage zu dem, gib mir 9. So, wir gehen rein, kriegen die 9 Kopfhörer und gehen nach Hause. Fertig. Ja, das nennt man einfach Service. Das, was nämlich viele Menschen heute vergessen durch den Internetkauf. Genauso wie zum Beispiel, wenn du... Das muss man aber klipp und klar sagen. Der Internetkauf hat den Service vergesslich gemacht. Naja, zum Beispiel musst du ja eigentlich auch, wenn du irgendwo eine Waschmaschine, glaube ich, kaufst, musst du gerade auch die alte annehmen oder nicht zur Entsorgung. Da gibt es, glaube ich, jetzt Gesetze für, oder? Ich glaube, ja. Also wenn ich zum Beispiel im Mediamarkt eine Waschmaschine kaufe, meine alte ist kaputt, dann ist der eigentlich, glaube ich, sogar verpflichtet, die zu nehmen. Der gewisse Punkt ist ja einfach, und das ist das, was viele Leute auch nicht wissen, ja, ich soll Geld bezahlen für eine Entsorgung. Leute, ihr müsst kein Geld für eine Entsorgung bezahlen. Alles, was Elektromüll ist, muss jeder Elektrohof, Schrotthof, nennen wir es Schrotthof, muss es kostenlos annehmen. Ja. Muss, er ist verpflichtet dazu. Bei uns auch sind Entsorgungsfirmen. Überall, wo ein Stecker dran ist, das Elektroschrott, kannst du hinbringen, fertig. Richtig. Muss nichts zahlen. Klar, wenn Mediamarkt jetzt sagt, hey, wir nehmen deine Waschmaschine mit, wir nehmen aber 10 Euro für die Fahrtkosten etc. blablabla, ja, kann ich auch verstehen. Hey, ist easy. Aber mehr dürfen sie in meinen Augen dafür auch nicht nehmen. Ja, weil du hast ja schon eine Waschmaschine bei denen gekauft, Alter. Die liefern dir das ja schon. Und dafür hast du auch noch bezahlt für die Lieferung, wohl bemerkt. Naja. Ja. Keine Ahnung, also bei so manchen Sachen, das kann ich zurzeit absolut nicht nachvollziehen. Alter, das war so viel, ne? Ich kann es nicht nachvollziehen, seinen Müll und seinen Schrott irgendwo im Wald abzukippen, Alter. Ja, der gewisse Punkt ist doch, jetzt mal ganz kurz, wenn ich doch Mediamarkt bin, okay, oder Saturn, und ich habe so und so viele Tonnen an alte Waschmaschinen, kriege ich doch noch Geld oder nicht? Mhm. Warum nicht? Ich habe noch was drinne bei mir. Weil warum die nicht? Nämlich, zum Beispiel, wenn nur rein Waschmaschinen oder Trockner hast, die holen das kostenlos ab, weil die das ja noch zerlegen. Also die reißen ja in dem Sinn die Edelstahltrommel raus, das wird ja wieder extra gemacht und das sind ja wieder Mitarbeiterkosten. Ja, aber ich habe doch so und so viel Müll. Oder Stahl oder Eisen. Das ist doch Blech, alles. Ja, ist doch alles Geld wert. Also, wenn ich den als privat abgebe, ist mir das selbstverständlich, dass ich kein Geld davon kriege für. Das ist mir selbstverständlich. Aber bin ich Mediamarkt und ich bringe 5 oder 10 Tonnen zum Schrottplatz? Ja, vielleicht kriegen die ja noch für die Tonne, keine Ahnung, 20, 30 Euro, ich weiß nicht. Das ist ja jetzt einfach nur mal so ein dummes Geschwätz gerade. Boah, ist dunkel, Alter. Ich sehe nichts mehr. Also wir haben immer noch keine Palette hier, ne? Immer noch nicht. Nur mal so zur Info. Hier ist immer noch Kabisberg, ne? Hier, blub. Immer noch. Ja, sehe ich schon klein, ne? Naja, aber immer noch. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Alter, ist schon wieder eine Kolonne hier. Irgendwie wächst hier auch nichts mehr. Jetzt fällt mir gerade was ein. Haben die das umgestellt? Pflanzenwachstum. Mhm. Ne, Pflanzenwachstum ist schnell. Ja, ist alles okay. Weil es ist nichts gewachsen. Gar nichts. So, jetzt müsste Kabi das wegbringen. Da kriegen wir ein paar Cent, Leute. Wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen... Ach ne, wir warten gerade. Wie lange brauchst du noch, bis du oben bist? Nicht mehr lange. Jetzt geht's bergab. Wo bist du denn? Hä? Du bist doch erst da. Ja, es ist gleich vorbei. Du musst noch nach oben rechts. Ja, das ist gleich vorbei. Ja. Umweg gefahren. Das geht jetzt ganz einfach. Ich fahre über meinen Huckel und fliege darüber. Ja, Umweg gefahren. Wir warten gerade, Leute.
Aber ihr seht ja, hier ist schon einiges passiert, was ich nicht verstehe, dass die Hühner nichts machen. Ich habe keine Warnmeldung gesehen. Guck mal, ob sie denn Dreck auf dem Boden gemacht haben. Ja, ja, Dreck liegt jetzt hier. Okay, das funktioniert auf jeden Fall, die Animation. Ja, und das hier muss Kaviar leider noch beheben. Aber da müssen wir erstmal ein bisschen Geld wieder für haben. Mhm. Da hat er uns auch ein Stück vom Feld weggenommen. Was? Nein. Na klar. Echt jetzt? Ja. Scheiße. So. 2 Meter. Mal 20 Scheiße. Meter. Ein ganzes Stück vom Feld. Scheiße. Aber gut. War nicht nur 18.000, sondern auch 5.000 pro Ernte weniger. Einmal Kavi ein bisschen ärgern hier. Ja, Leute, wir haben einiges heute hier gemacht. Bin ich gleich gespannt, weil wir werden gleich gucken, Leute, was wir machen. Ob wir schnell stellen oder nicht schnell stellen, das werden wir gleich gucken. Was kriegen wir jetzt eigentlich an Raps bei dieser Getreidemühle? So, Raps. Gib doch mal endlich ab, dass ich Geld verdiene. Oh, scheiße, das ist die Tankstelle. Getreidemühle gibt's 1022. Ist das die teuerste? Also, nein. Meistens? Nein. Für Raps kriegst du das meiste zur Zeit. Doch, Getreidemühle 1022, doch. Aber du hast ja Sonnenblumen. Ach ja. Und da würde Bahnhof, Bahnstation, Mühle 1305 würde man da bekommen. Getreidemühle, wo du jetzt bist, 938, also mit das wenigste. Warum auch immer das so ist. Aber vielleicht hat der ja auch einen Auftrag mit dem Auftrag des Auftrages. Fertig. Ah, so mal 2274 so gemacht. Jetzt beenden wir noch den Auftrag, abschließen. Zack. Fertig. So, wir haben 8790. Wenigstens wieder ein bisschen was Kabi verbrockt hat drin. Wir sagen erstmal vielen Dank und wir überlegen uns, ob wir die Zeit schnell stellen oder was weiß ich. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.